Ja, herzlich willkommen wieder bei GrubiTV, unserem Heimkino-Kanal. Das ist ein Blick auf unseren Technikturm, den wir uns jetzt in den letzten Tagen so zusammengestellt haben. Endlich mal, muss man sagen, denn in den letzten Wochen und Monaten waren doch einige Herausforderungen zu meistern, wenn es darum ging, die neue Generation der 4K-Projektoren zu zeigen. Gerade weil es keinen direkten Verteiler gab. Und das Schöne ist ja bei uns in einem Raum wie diesen hier, wo unsere Beamer zum einen auf der Seite sind und zum anderen mal hier unsere Vergleichsleinwände, dass wir hier wirklich den Parallelbetrieb zeigen wollen. Und das natürlich auch bei 4K-Inhalten, die dann auch noch mit diesem HDR-Standard BT2020 und was nicht alles entsprechend befeuert werden. Ja, und jetzt haben wir also dort diesen neuen Turm. Dieser Turm hat also jetzt alles an 4K-Quellen dort, was es so gibt, von Panasonic, Samsung Blu-ray Player bis hin zum neuen Skybox. Im Hintergrund war gerade schon etwas zu sehen, nämlich die allererste Bundesliga Live 4K-Übertragung, und wir haben eben ein neues Herzstück dort, und zwar einen neuen AV-Verstärker. Dieser AV-Verstärker kommt aus dem Hause Arkam, und Arkam hat erstmalig in einer Preisklasse von unter 2500 Euro einen echten Boliden gebaut mit der typischen Arkam-Qualität und den Arkam-Eigenschaften, die wir uns jetzt hier nochmal etwas genauer anschauen wollen. Vorsicht, Lukas, kommt eine Tür. Wunderbar. Denn wir wollen uns mal mit Frank Eschholz wieder unterhalten. Den haben wir ja gerade vor einigen Wochen hier schon gesehen. Der war bei uns im Studio und hat uns den großen Boliden, den 850er, gezeigt. Da wartet er auf mich. Ne? Hallo. Grüße dich, mein Lieber. Wir haben uns überlegt. Ja, das weiß ich. Er fühlt sich immer sauwohl bei uns. Egal, für welche Firma er arbeitet. Ne? Jetzt bist du bei der Firma GP Acoustics. Genau. Und GP Acoustics vertreibt KEF. Ja, gehört also KEF auch. Mhm. Und ist der Distributor für Arkam. Genau. Ja, und wir haben uns jetzt nochmal eins der allerersten Geräte, was jetzt in diesen Tagen in Deutschland ausgeliefert worden ist, von dem Arkam AVR 390, ne? 390, genau. Ja, genau. Das ist der kleine Bruder vom AVR 850, von dem wir ja schon das kleine Video gedreht haben, neulich mal. Ja. Und ist seit genau einer Woche verfügbar im deutschen Markt. Genau. Und wir haben ihn also schon bereits installiert, und man kann ihn bei uns hören, unter anderem auch in der Dolby Atmos Ausführung. Haben wir nämlich schon ein bisschen was vorweggenommen, denn er unterstützt Dolby Atmos. Aber die weiteren Details wollen wir nachher erzählen. Wir haben überlegt, komm, wir packen das Ding einfach mal live aus, machen so ein Unboxing-Video. Vielleicht knacken wir mal die Millionen-Schallmauer mit diesem Video. Ich weiß nicht, was wir alles machen. Ich habe aber keinen Buchsenöffner dabei, ja, weil wir wollen noch den Deckel abschrauben. Naja, also okay, das machen wir da vorne, ist das. Wir machen auch einen Schnitt noch rein. Also ich mache das immer mit meinem Schlüsselchen hier. In dem, direkt daneben. Wunderbar. Wahnsinn. Das ist jetzt schon wieder ein Unikat hier. Also, so würden wir ihn aufmachen. Der hat schon ganz gutes Lebendgewicht, ne? Ja, der wiegt so knapp 19 Kilo. Also hier musste, glaube ich, nochmal, weil so stark bin ich nicht. Okay, machen wir das mal. Super. Ja, also 19 Kilogramm. Wir haben vorhin erwähnt, 850er haben wir vorgestellt. Das ist der 390er. Wenn ich aber mal auf die Homepage gehe oder mal in das Datenblatt nochmal generell schaue von eurer Familie an AV-Verstärkern aus dem Jahre Herbst 2016, da hier wird noch ein Gerät, ne? Genau, es gibt doch den AVR 550, ja. Und das ist jetzt der kleine Bruder vom 550. Okay, ja. Also ja, zwei Brüder, zwei größere. Zwei Brüder, genau, und wesentlicher Unterschied liegt eigentlich hier nur im Trafo. Ja. Da ist ein Schnittkern-Trafo im kleinen, 390, und ja, bei den anderen sind eben Ringkern-Trafos verbaut, und dann ist noch ein bisschen was bei den Endstufen anders. Wir haben hier, wie beim AVR 550, einen AB-Verstärker. Das werden wir uns gleich mal im Inneren anschauen. Was haben wir denn überhaupt jetzt dabei? Wir haben sogar also ein Stromkabel für unseren deutschen Markt. Für den deutschen Markt, für den englischen Markt. Hier wird das auch noch. Das ist dann gleich mal Elektroschrott, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Was haben wir noch? Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich das Einmessmikrofon. Und packen wir gleich. Ich blende das mal ein als Foto. Die Fernbedienung ist klar. Dann ja. Gibt es noch eine DAB- und FM-Antenne. Batterien sind dabei. Und dieses kleine Teilchen mit dem USB-Anschluss, das ist die USB-Soundkarte. Die brauchen wir nämlich für das Einmessen in Verbindung mit dem Mikrofon. Wenn wir über das Thema Direct sprechen. Hundertprozentig. Oh, da wird es bei einem anderen klingeln, weil er hat das Video beim 850er sicherlich gesehen, und da haben wir sehr ausführlich über diese doch sehr einzigartige Einmessverfahrenstechnologie gesprochen. Gut. Und die Besonderheit mit der neuen Firmware, die jetzt auch für den 850 verfügbar ist, ist nämlich die, dass auch Atmos, die Height-Lautsprecher, eingemessen werden können. Das war vorher nicht der Fall, als ich hier war, und die neue Software unterstützt jetzt alles, sodass wir wirklich eine hundertprozentige Abdeckung für Direct haben. Ich glaube, das haben wir damals aber angekündigt, dass da was kommen würde. Ja, ja, also, da hatte ich eine Meta-Software dabei. Wort. Ja, wir halten Wort.
Gut, das Produkt selber wird ja in England entwickelt. Arkam ist eine altenglische HiFi-Marke. Wurde 1976 gegründet von zwei HiFi-Enthusiasten. Und früher gab es ja so zwei Dinge, die man unbedingt haben musste. Das erste war ein Moped, ja, und das zweite war vernünftige HiFi-Anlage. Ich habe jetzt ein Déjà-vu, das ja, weißt du, ja, ne? Ja, ja. Und das war die HiFi-Anlage. Genau. Genau, und in den 80ern war ich auch so das erste Mal aktiv in Sachen HiFi. Und ich kann mich gut erinnern, da kam Arkam auf den Markt. Und ja, das ist gewachsen und mittlerweile machen sie sogar Direct. Ja, was ich ja nun besonders interessant finde, du weißt ja, ich bin jetzt nicht so der HiFi-Spezi. Ich habe zwar sehr gute Ohren, wie ich behaupten möchte, aber so mit allen Details bin ich noch nicht vertraut. Arkam ist ja bei vielen so mit Ehrfurcht, oh, das ist eine geile Marke, kenne ich, habe ich von gehört und bewundert man, aber ist auch immer ganz schön kostet immer ganz schön Geld. Ne? So, jetzt bin ich aber hier in einem Preissegment, wo ich sagen würde, na ja, da kommt aber jetzt der Fuchs in den Hühnerstall und will das mal vielleicht ein bisschen auch bei den Klassikern wie Denon, Yamaha, Pioneer und so weiter. Weil wir liegen jetzt hier bei 2.500 Euro, richtig. Haben aber hier eine Menge typischer Arkam-Eigenschaften drin. Ja, also die ganze Vorstufe ist genau so wie bei dem 850 auch. Ja. Die ganzen Details, sämtliche Anschlüsse und eben auch das Klangverständnis von Arkam ist 100%ig umgesetzt. Da müssen wir mal vorsichtig sein hier. Ich glaube, wir haben jetzt nicht unbedingt den größten Tisch jetzt hier gerade hier vor uns, aber er könnte gerade noch so halten, beziehungsweise ich glaube, das ist der Tisch Smørrebrød aus IKEA Cast. Gut. Und ja, wie du schon richtig sagst, für Arkam ist einfach der Klang das Nonplusultra. Und ja, das ist dann auch hörbar. Und ich habe gerade vor 2-3 Wochen, da waren die HiFi-Tage in Bonn, da habe ich das Gerät vorgeführt mit Direct und ich habe Leute gehabt, die haben gesagt, oh, ein DSP brauche ich nicht, ich brauche nichts einmessen. Aber ich habe ihn sehr gut vorführen können in diesem sehr akustisch bescheidenen Hotelraum, wo ich vorgeführt habe, was Direct in der Lage ist zu vollbringen in Verbindung mit den Arkam-Verstärkern. Und das können wir bei uns natürlich auch vorführen, weil wir haben natürlich auch die neueste Software drauf und können hier den entsprechend mit dem 850er als aber auch dem Baby hier optimals präsentieren. Lass uns nochmal, bitte. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Direct, weil das Problem, was jeder zu Hause hat, irgendwann ist es vorbei mit akustischer Bedämpfung. Man kann einiges tun. Die meisten haben aber auch eine Regierung zu Hause und die Regierung sagt dann, nee, also noch so ein Kram bei mir im Wohnzimmer will ich nicht haben. Und jeder Raum hat seine eigene Resonanz, sag ich mal, und Schallverteilung. Und die kann ich mit Direct 100%ig kompensieren. Ich messe den Raum ein, habe die akustischen Eigenschaften. Ich kann beispielsweise Fensterflächen kompensieren. Ich kann wirklich sehr ungünstige Dinge, die sich negativ auswirken auf den Gesamtklang, kann ich kompensieren, beheben. Ich habe mit Direct eine bessere Detailhörbarkeit, weil ich einfach Phasenverschiebungen kompensieren kann. Und da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und vielleicht nochmal, um auf die HiFi-Tage zurückzukommen, da sind Leute reingekommen, die haben gesagt, wie erwähnt, DSP ist Käse, dann habe ich die Vorführung gemacht und sie sind rausgegangen mit dem Lächeln im Gesicht und waren fasziniert. Also, schreit nach Wiederholung, kann man bei uns entsprechend natürlich dann auch mal so erleben. Wir lassen da auch gerne den Interessenten mal alleine im Studio, kann er sich mal austoben mit den verschiedensten Quellen und Musikstücken oder eben Filmbeispielen, um das mal zu erleben. Ich würde sagen, in der nächsten Szene zeigen wir mal, wo das Werkzeug und dann zeigen wir mal, wie so ein Ding aufgeht, wobei das sollte man eigentlich nicht machen, oder ist eigentlich kein Grund für, aber wir machen es jetzt einfach mal. Und dann zeigen wir mal so die inneren Werte als auch die Anschlussfelder. Genau. So, jetzt kommt der Moment. Wir haben mal eben ein paar Schrauben entfernt. Direkt der Hinweis für die Kinder und alle die sich noch so wie ein Kind fühlen. Man sollte also das nicht bitte machen, das Gerät öffnen, weil A geht Garantie, Gewährleistung, alles flöten und B können auch ein bisschen Strom drin sein. Also wenn überhaupt, dann Stecker erstmal ziehen. Ne? Weil, man sieht, was sieht man eigentlich? Ja, es macht Spaß reinzugucken. Nichts Wildes. Ne? Also sämtliche Kabel sauber geführt, geschirmt. Und hier oben drauf sehen wir dann auch einen Teil der Vorstufe mit dem DSP. DSP bedeutet digitaler Signalprozessor. Und das ist praktisch das Herz des Gerätes, weil da wird Direct beispielsweise ausgeführt. Wo ist das hier? Das Ding hier oder was? Das da, genau.
Da hat man also auf Rechenleistung aus dem Hause Panasonic zugegriffen und hat das gefüttert mit eigener Software. Sehe ich das so richtig? Das ist die Rechenleistung, die man dann da benötigt. Ja, richtig. Also DSP, das braucht man nicht selber basteln. Dafür gibt es große Firmen, die das tun. Und das Entscheidende ist dann eben, wie die Elektrik geführt wird und zum anderen natürlich, wie die Software ausgelegt wird im Gerät. Und das macht den Unterschied auch im Klang. Okay. Darunter sehen wir die Endstufe mit 7 Kanälen und die Endstufentransistoren sind hier aufgereiht wie die Dinger da, die Türmchen da. Genau, da sind kleine Kühl. Sind das 14 dran. Oder wie viel sind das? Sind das 14? 14, ja, für jeden Kanal 2. 6, 8, 10, 12, 14. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Mhm. Dann haben wir hier noch den ganz großen Kühlkörper, wo schon mal sehr viel Wärme abgeleitet wird. Und wenn der an seine Grenzen kommt, dann haben wir noch 2 Ventilatoren, die sich dann aber wirklich nur dazu schalten, wenn es wirklich ganz heiß hergeht. Und wir eine sehr große Wärmeentwicklung haben. Das kann beispielsweise sein, wenn der Innenwiderstand der Lautsprecher relativ gering ist. Das kommt schon mal vor. Und da fließt einfach mehr Strom. Und wenn mehr Strom fließt, dann muss auch mehr Wärme abgeleitet werden. Ja, aber was eben diesen Verstärker oder den Receiver ausmacht, das ist hier der Schnittband-Trafo. Der ist im Gegensatz zu den größeren Receivern so ausgeführt, die größeren Receiver verfügen über einen Ringkerntrafo. Also haben ein bisschen mehr Drehmoment. Kann man so auch nicht sagen. Die Leistungsausbeute bei Ringkerntrafos ist etwas besser, beim Schnittbandtrafo nicht ganz so hoch, aber dafür ist er eben deutlich günstiger, was sich dann eben auch im Gerätepreis bemerkbar macht und deswegen kann das günstiger angeboten werden. Also was mich schon erstaunt, ist schon diese Aufgeräumtheit. Ne? Da kenne ich ja Geräte, die sind deutlich voller hier. Ja, aber habt ihr gut hingekriegt. Wenn du das sagst, dann glaube ich das. Ja doch, also ich hatte ja jetzt vor kurzem auch einen aufgehabt, das sah ziemlich voll da drin aus. Und ich überlege, was ihr hier alleine für Kühlrippen drin habt, das ist ja schon beeindruckend. Das heißt, wir sollten nicht allzu viel da drauf stellen, beziehungsweise wenn es geht, vielleicht gar nichts drauf stellen. Der braucht einfach auch ein bisschen Luft zum Atmen, zum Rauslassen der Wärme. Ne? Ja gut, der hat ja auch einen entsprechenden Kanal vorne. Hier sieht man so einen Schlitz in der Front, sodass die Luft frei zirkulieren kann. Dann haben wir Öffnungen nach unten und zur Seite und auch nach oben. Natürlich und es ist schon von Vorteil generell, wenn man Geräte dieser Art so aufstellt, dass sie mindestens mal 4-5 cm Luft an den Seiten haben, sodass da auch wirklich was abgeführt werden kann an Wärme und nicht alles zugestopft und vollgebaut. Ja. Lass uns noch mal bitte die Rückseite anschauen. Ich würde noch mal gerne, das kriegen wir glaube ich hin, wir sind jetzt mal ein bisschen spontan hier. Also ich gehe mal in die Knie. Ja. Jawohl. Gehen wir mal durch. Okay, was haben wir alles Schönes hier? Was brauchen wir? Wir haben eine ganze Menge HDMI-Eingänge. Jede Menge, MHL-Ausgang. Ja, dann haben wir entsprechende Eingänge für Blu-ray-Player, Videorekorder. Ja, so zwei optische haben wir noch schon. Zwei optische. Netzwerk. Richtig. Netzwerk auch ganz wichtig, weil der verfügt natürlich auch über DAB, DAB Plus und Internetradio. Ja, also sehr wichtig. Außerdem kann man streamen. Von Netzwerkfestplatten beispielsweise. Also ist ein Media Player eingebaut? Absolut alles eingebaut. Media Player kann alles übers Netzwerk oder direkt über USB streamen. Gut, gibt es eine WLAN-Option für dieses Gerät noch zusätzlich? Oder einen Stick oder irgend sowas? WLAN-Option von Arcam selber nicht, aber es gibt Universal-WLAN-Adapter. Mithilfe dieser Adapter kann man jedes Gerät WLAN-fähig machen. Also der ist jetzt nicht hier so, dass er sagt, der mag nur eine ganz bestimmte Sorte. Ist nicht vorbereitet. Okay, da haben wir dann hier den USB-Anschluss. Ich könnte aber auch hier wahrscheinlich eine Festplatte anschließen, Festplatte oder USB-Stick mit Musik und man kann das direkt abspielen. Mhm. Eben Flux in sehr hoher Auflösung mit 1500 Kilobit pro Sekunde überhaupt kein Problem. Ich sehe jetzt hier eine ganze Menge Triggerschalter, ne? 4 Stück hier, ne? Ja, der Verstärker verfügt über Crestron-Steuerung oder Control-4-Module, sodass ich damit eben voll im Bereich Smart Home agieren kann und das Gerät vollkommen fernsteuern kann. Hausautomation, wie man auch so schön gerne sagt, geht auch einiges mit.
Okay, haben wir da, was ist das hier? DC6, nochmal irgendwas mit das ist die Triggerspannung. Ach, das ist die Spannung, okay. Das war hier Antennenanschluss, haben wir gesehen, genau, haben wir DAB. Ja dabei. Also digitales Radio, finde ich übrigens eine coole Nummer. Ich habe es jetzt in meinem Auto, muss sagen, funktioniert ziemlich gut. Ja, es funktioniert sogar hervorragend mit der mitgelieferten kleinen Wurfantenne. Mhm. Die sieht zwar nicht besonders schick aus, aber funktioniert. Mhm. Und wenn man keine Dachantenne hat, dann ist das zumindest mal ein Anfang, um mit DAB Plus zu starten. Man kann das sehr gut prüfen, wer einen Fernseher hat mit DVB-T zu Hause. Mhm. Und wenn DVB-T vorhanden ist, dann hat man auch einen guten DAB Plus empfangen, weil der Sendeturm der gleiche ist. Ach, das wusste ich gar nicht. Also überall da, wo ich DVB-T empfangen kann, bin ich automatisch auch in einem Empfangsgebiet von DAB. Genau. Und wenn ich das mit der Zimmerantenne empfangen kann, kann ich davon ausgehen, kriege ich auch mein Radio 100%ig. Rein. Und wohne ich in der Gegend wie hier, Richtung Mönchengladbach und holländische Grenze, wo da schon der Mast auf dem Dach sein müsste, dann würde ich es auch darüber bekommen. Da genau. Brauche ich eine Dachantenne. Genau. Ach, man nennt ja wieder wirklich was dazu. Guck mal an. Dann haben wir hier, das sind die Anschlüsse, haben wir schon gesagt, analog. Und dann haben wir hier Preamp-Out. Ja, da kann ich entsprechend rausgehen an andere Leistungsendstufen und kann die zusätzlich einsetzen, wenn ich das Gerät nur als Vorverstärker verwenden möchte. Okay, ihr habt noch eine eigene Endstufe oder mehrere Endstufen, aber wenn ich jetzt beispielsweise mit Dolby Atmos hier meinen Spaß haben möchte und ich möchte wirklich mal eine Anlage haben, die, wie kann sie denn sein, 7, 1, 4... 714, 724 geht auch. Geht auch, ne? Dann gibt es von euch eine sehr gute Vierkanal-Endstufe, die man dann hiermit verbinden kann. Das ist die P429 von Arcam und die ist sogar als Leistungsendstufe in Class G-Technik. Und das bedeutet bei Arcam eine Kombination aus Class A und Class AB, sodass man ungefähr bis 50 Watt Class A fährt. Das ist eigentlich der hauptgenutzte Bereich, den man so bei normaler Musik, selbst wenn es sehr dynamisch ist, benötigt. Und AB wird hinzugeschaltet, wenn ich entsprechende Leistungsspitzen habe, wo sehr viel Power benötigt wird, wenn es mal ordentlich knallt im Film. Okay, auch das. So, nehmen wir umdrehen. Komm, ja. Wir machen das mal eben. Vorsicht, alles da. Ich glaube, die Schrauben werden wir gleich irgendwo hier suchen, auf dem Teppich. Aber nee, geht gut. Ja, so sieht er von vorne aus. Da müssen wir schon zweimal hingucken, gelle, weil die sehen irgendwie alle so vorne aus, ne? Bei euch im Moment, ne? Ja, sehr ähnlich und unterscheiden sich im Wesentlichen durch das Typenschild. Aber das ist eben auch, da steht AVR 390, genau, drauf. Und ja, man hat dadurch natürlich auch eine identische Bedienung. Man kommt mit wenig Informationen, die gerätespezifisch sind, aus. Die Software ist nahezu auch identisch für alle Geräte. Und wir haben jetzt beispielsweise eine Software, die gleichzeitig vier Geräte bedienen kann, inklusive des Stereo-Bruders davon. Den haben wir nämlich bisher nicht erwähnt. Das ist der SR250, auch mit Direct-Einmessung. Und der hat dann eben nur eine Zweikanal-Endstufe, aber alles andere ist auch identisch. So kann sich, gibt es halt für jedes Kundeninteresse, für jeden Kunden gibt es ein spezielles Gerät. Okay, also ich würde darunter eine gewisse Offensive verstehen, die mir mal Anfang des Jahres angekündigt worden ist, dass Arcam hier ganz gut Gas geben möchte. Und wir sind eigentlich direkt in der heißen Phase drin, weil das war es jetzt erstmal auch. Ne? Dann haben wir jetzt einmal alle Geräte, die wichtigsten, im Überblick gesehen. Ne? Richtig. Wir haben hier vorne noch einen Kopfhöreranschluss und hier haben wir einen AUX-Eingang. Heißt, ich kann hier mein Handy auch nur zur Not über Kabel anschließen, wenn ich so eine Mini-Klinke sehe. Oder was ist hier so gedacht? Ja, genau. Das geht, ne? Damit. Ja, ist analog eingegangen. Okay, alles klar. Komm, lass uns nochmal eben, das sollten wir auch noch erwähnen, DTS:X, wie sieht's aus? DTS:X ready. Ja, die Software ist ja jetzt endlich fertig von DTS:X und Arcam arbeitet am Software-Update. Ich habe es angefragt, leider ist Arcam noch nicht auf mich zurückgekommen. Nein, ja, Wahnsinn. Die Engländer mal wieder. Die Engländer. Mhm. Und könnte noch was werden. Aber könnte noch was werden, also generell sowieso, aber... Vielleicht im November. Ne? Vielleicht 2016. Noch, ja, das Jahr wollte ich jetzt nicht sagen. Das sage ich dir jetzt mal lieber. Das Video wird ja auch später gesehen, aber dann haben wir mal gesagt, dass es, wenn alles gut geht, ab 2016 auch DTS:X gehen würde. Dann haben wir das auch drin. Auro ist leider nicht vorhanden, aber wir haben die anderen beiden 3D-Tonformate dann hier komplett drin und können uns hier austoben. Sag mir noch ein bisschen was zur Gewährleistung, Garantie und diese ganzen Geschichten. Als aber auch, ich glaube, ihr habt die ersten Tests in England schon ganz gut schon ganz gut gelaufen, ne? Ja, also wirklich hervorragend. Soll ich dir irgendwie hochhelfen oder würdest du ja, hochhelfen, so alt bin ich noch nicht, ja, auch wenn ich graue Haare habe. Ja, ist gut. Bei dir fängt es erst an. Ja.
Ich sag dir nicht die Gründe, erzähl. Gut, Gewährleistung ist natürlich überall in Deutschland gleich. Das sind immer 2 Jahre. Gewährleistung ist ein Pflichtpart, den jeder Hersteller leisten muss. Mhm. Und dann gibt es eben die Garantie. Das ist von jedem Hersteller freiwillig. Mhm. Und Arkem gibt eine freiwillige Garantie von 5 Jahren. Und das ist ziemlich knackig. Das ist wirklich gut. Wie du das nochmal? 5 Jahre? 5 Jahre. Auf alles, was wir hier so sehen? Auf alles, was auf Fabrikationsfehler zurückzuführen ist. Und natürlich, wenn ich irgendwo sowas mache wie wir hier, Deckel abschrauben, Tasse Kaffee reinkippen, dann ist das natürlich kein Garantiefall. Klar. Okay, also normale Funktionalität, 5 Jahre garantiert. 100%. Eine coole Nummer. Okay, was haben wir sonst noch? Wir wollten nämlich eventuell, wir werden es noch machen, weil ein bisschen Batterie ist noch da und der Speicher hat auch noch ein bisschen Platz. Wir wollten noch mal kurz einen Blick ins Menü werfen. Da ist jetzt ehrlicherweise nicht so viel Neues, wenn wir es vielleicht zum 850er sehen, aber trotzdem mal eben, das sollten wir hier in diesem Video auch noch mal eben einbinden. Ja, für den interessierten Kunden ist möglicherweise noch wichtig, dass es Pegelunterschiede geben wird, wenn er Direct eingemessen hat zu der nicht eingemessenen Variante. Man kann also hin und her schalten zwischen Direct-Einmessung und der normalen Standard-Einrichtung. Mhm. Und das lässt sich in dem Menü einstellen. Ja, also man ist halt neu. Also man muss wissen, dass es da ist, weil man wird nicht unbedingt mit der Nase drauf gestoßen. Weil ich habe jetzt Kunden gehabt, die sich einfach gewundert haben, dass es mit der Einmessung leiser oder lauter, das hat mit dem Raum zu tun, klingen kann. Und die wollten dann ganz gerne, dass es ohne Direct-Einmessung auf gleichem Pegel ist, damit man einen echten Vergleich auch machen kann. Das ist ja auch hier für euch ganz wichtig, weil dann sagt der Kunde nachher, okay, mit Direct ist es jetzt lauter, das klingt deswegen besser, weil es lauter ist. Nein, ja, man muss es ja neutral einrichten, damit dann auch der Vergleich stimmt. Und dazu ist es nötig, die Lautstärke für beides entsprechend einzupegeln. So, und das Schöne an dem Video ist, wir werden das jetzt verraten, an welcher Stelle man das im Menü machen muss. Dann gucken wir uns das jetzt mal eben an. Genau. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade auch unser Video angefangen haben, nämlich in unserem Beamer-Vergleichs-Shootout-Projektoren-Spezialraum. Und zwar haben wir jetzt hier... Was haben wir hier? Das Menü wollten wir uns anschauen. Erstmal natürlich hier das schöne Bild, ja, Grobi. Sehr schön, jawohl, mit unserem einzigartigen Demo-Beispielen mit Dolby Atmos, Aura und DTS:X. Alles das können wir uns hier auf einen Knopfdruck anschauen. Ja, und einen Knopfdruck, das ist das Stichwort, sehe ich auch das Menü. Das ist das schlichte, aber übersichtliche Menü vom Resi. In deutscher Sprache. In deutscher Sprache, haben wir vorher schon eingestellt, kommt natürlich in Englisch, damit es auch überall Das sollte man noch hinkriegen, ansonsten machen wir auch das gerne. Das ist nicht ganz so kompliziert. Ja. Das Schöne ist, ich kann jeden einzelnen Eingang konfigurieren. Ja, im Augenblick ist der BD-Eingang, also Blu-ray. Und ich kann entsprechend die Eingänge CD, AV, SAT, PVR, VCR und so weiter, alles was wir auf der Rückseite finden, können wir vorkonfigurieren, auch mit Lip-Sync-Einstellungen. Ich kann den individuellen Namen vergeben, kann ich ändern. Ja, dann heißt es meinetwegen Arkem UDP 411, wenn ich den Arkem Blu-ray-Player verwenden möchte. Und was aber hier entscheidend ist, ich sehe bei jedem Eingang, ob ein Raum-EQ vorhanden ist. Raum-EQ bedeutet das, was Direct macht, die Raumkorrektur, und die kann ich entweder ausschalten oder einschalten. Hier sehen wir jetzt, bei dem Receiver ist noch nichts gemacht worden. Ja, ist jungfräulich. Ist absolut jungfräulich und deswegen steht da dort jetzt nicht berechnet. Ich muss noch mal fragen. Das heißt, ich kann dann entscheiden, dass ich mit dem Eingang Blu-ray mit Raum-EQ hören möchte. Und Richtig. Ich könnte aber entscheiden, mein Schallplattenspieler möchte ich nicht mit Raum-EQ. Ohne. Das läuft dann im Hintergrund automatisch, wird das umgeschaltet. Das kann ist aber einfach zugeordnet werden. Das ist, ja, das ist also weniger kompliziert, als es klingt. Ich kann den einfach vorbelegen. Ist ja von Vorteil. Ja, ich kann das vorbelegen, absolut. Ich kann aber auch jederzeit mit der Fernbedienung über die Audiotaste sagen, ein- oder ausschalten. Okay, gut. Aber voreinstellen kann man das Ganze schon. Was hast du als nächstes zu bieten? Das ist der allgemeine Setup. Ja, hier ist jetzt die Eingangsquelle ist ausgegraut. Ja, der Videoeingang, Audiokomprimierung, also die Einstellung, die ich einfach für das Filmprojektor brauche. Okay, machen wir weiter. Okay. Lautsprecherarten? Ja, das ist jetzt ganz, ganz wichtig.
In diesem Setup lege ich nämlich fest, welche Art von Lautsprechern ich verwende. Und das Entscheidende ist, hier schon mal falsch, das ist schön, ich muss mindestens zwei Lautsprecher haben, die immer als große definiert sind. Und die großen Lautsprecher, die sind jetzt nicht, damit ist nicht gemeint, dass es physikalisch groß ist, sondern einen großen Frequenzbereich. Ja, und normalerweise sind vorne die Lautsprecher immer vernünftig ausgestattet, was den Frequenzumfang angeht, also von 20 Hertz bis 20 Kilohertz wäre ideal. Und deswegen sollte ich das dann im Setup auf groß stellen. Aber mal eben ganz kurz nachgefragt, ist ja alles live hier. Wenn ich jetzt Lautsprecher habe, die klein sind und auch nicht so diese Bandbreite können und so weiter, dürfte ich dann trotzdem auf klein einstellen oder sagst du generell sollte das immer groß sein? Es muss immer mindestens ein Pärchen als groß eingestellt werden und zwar die besten vom Gesamtsetup. Und das sollten möglichst die sein, die vorne links und rechts stehen, weil die nämlich die Hauptinformation liefern. Okay, dann werden wir noch mal schauen, was da so rauskommt heute Abend. Wird ja noch eine lange Nacht hier. Wenn ich zum Beispiel ein Center habe, ja, der Mittenlautsprecher, der ist meistens auch groß, weil er einen recht großen Umfang hat. Ja. Okay. Dann haben wir Surround links, rechts, dann hinten Surround. Mhm. Und dann gibt es, wenn ich Dolby Atmos einrichten möchte, kann ich das entweder mit zwei Lautsprechern tun oder mit vieren. Mhm. Mit zwei Lautsprechern in einem 5.1.2 Setup habe ich dann Atmos. Mhm. Und wenn ich die Höhenlautsprecher Höhe 2 einrichten möchte, dann brauche ich noch eine zweite Endstufe. Und wir reden nicht über zwei Höhen, sondern wir reden dann in der Tiefe. Wir haben zwei vorne und wir haben zwei hinten beispielsweise. Absolut richtig. Okay, gut. Subwoofer? Dann Subwoofer. Ein oder zwei festzulegen. Ein oder zwei. Crossover-Frequenz kann ich einstellen. Ja, die ist sehr gut konfigurierbar von 40 bis 200 Hertz. Standardmäßig ist sie auf 80 eingestellt. Crossover, Dolby-Lautsprecher-Crossover ist entsprechend auch einstellbar. Und dann kann ich noch sagen, wofür ich Kanal 6 und 7, also die Endstufe 6 und 7 verwende, nämlich hier für die Höhenlautsprecher. Okay. Ja, so ist das hier. Gut, jetzt kommen die Sachen, die so das kleine Einmal-Eins sind, nämlich Lautsprecherentfernung zur Position, wo ich sitze. Richtig. Kann man dann einstellen? Ja, kann man, muss man aber nicht, weil Direct macht das nämlich automatisch. Wenn ich die Direct-Einmessung durchführe, dann kann ich nachher hier entsprechende Einträge sehen. Und Direct hat das dann für mich ausgemessen, da muss ich also nichts händisch machen, dadurch ist es dann sehr einfach. Und was wir vorhin schon gesagt haben, hier bin ich in der Lage, die Lautsprecher-Level einzustellen. Und zwar für die Einstellung, wo ich Direct nicht verwende. Also wenn ich den Raum-EQ nicht aktiviere, kann ich hier die Lautsprecher-Level einstellen. Das heißt also, wenn ich jetzt mit dem Direct gearbeitet habe und ich merke, oh, da ist aber doch deutlich mehr Lautstärke, Dynamik, was auch immer zu hören, also ist einfach mehr lauter, also dann müsste ich jetzt die Einstellung ohne Direct anheben, damit später der Lautstärkenunterschied nicht so groß ausfällt. Genau. Wenn ich Direct vorher aktiviert hätte, dann wären sämtliche Regler hier genauso ausgegraut wie diese beiden in der Mitte. Ja. Und ich hatte darauf keinen Einfluss. Das geht nur dann, wenn der Raum-EQ deaktiviert ist. Und dann habe ich halt dieses Menü, wie wir es hier sehen. Und erfahrungsgemäß ist das häufig so, dass ein Unterschied zwischen 3 und 4 dB vorhanden ist, nach oben oder unten. Und dann gehe ich ganz einfach auf jeden einzelnen Lautsprecher und reduziere, erhöhe um pauschal 3 oder 4 dB. Verstanden. Okay, Videoeingänge haben wir dann als nächstes. Okay, das sind ist nicht weiter groß HDMI-Einstellungen. Da sollten wir vielleicht noch Folgendes erwähnen, weil wir jetzt gerade ja wegen Sky hatten wir ja auch erwähnt, Ultra D, 4K. Der ein oder andere stellt fest, dass in seiner Kette ein Gerät vorhanden ist, was kein 4K HDCP 2.2 mit 60 Bildern unterstützt. Das ist hier natürlich alles schon vorhanden. Das heißt, ich kann also hier diese Quellen alle durchlaufen lassen, auch wenn sie HDR-Material drauf haben, BT2020. Also das, was das Herz gerade besonders erfreut. Das ist wichtig. Aus meiner Erfahrung der letzten Monate möchte ich noch was einbringen, wo die Kunden sich die tollen Receiver gekauft haben und gleichzeitig einen Projektor, meinetwegen mit 4K angeschlossen, HDMI 2.0, HDCP 2.2 und parallel dann noch einen Fernseher betreiben, macht ja durchaus Sinn, weil man vielleicht nicht immer den Beamer anschmeißen möchte. Ja, also zum ganz normalen Nachrichten gucken, aber trotzdem in guter Tonqualität. Was für ein Fernseher, 2 oder 4K?
2K beispielsweise. Gut. Oder vielleicht nur HD Ready. Ja. Ja, also für die audiophilen Leute. Ja. Da ist es wichtig, dass dieser Fernseher, weil der eben nicht diese HDMI-Auflösung hat, auch im abgeschalteten Zustand eine Information an den Receiver übergibt, weil HDMI ist dann trotzdem aktiv. Ja. Der steht im Standby-Modus, Der steht im Standby oder kann sogar wirklich ganz abgeschaltet sein. Ist trotzdem eine Verbindung über das HDMI-Kabel. Ist eine Verbindung über HDMI und da fragt dann der HDMI-Chipsatz im Receiver ab, was darf ich dann, was kann ich wiedergeben, und er findet den kleinsten gemeinsamen Nenner und setzt das für das Bild um. Also wenn ich dann den Beamer anschalte mit 4K und glaube, ich kann 4K gucken, ja, dann stellt der Receiver, das muss er so, das ist eine HDMI-Regel, dann muss der sich immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einstellen, was dann im schlimmsten Fall HD-ready wäre. Also genau, obwohl dieser Fernseher sogar von der Steckdose genommen wurde, aber er ist mit dem HDMI-Kabel noch verbunden. Richtig. Ja, kennen wir. Da gibt es auch keine andere Möglichkeit als Stecker ziehen. Das ist so. Kann ich denn die HDMI-Ausgänge manuell wählen? Ich sage, ich kann nur Eingang, Ausgang 1, Ausgang 2 oder ich kann beide aktivieren. Das ist so eine Variante. Alle. Die sind immer parallel. Ja. Okay, also da müsste man wirklich im Extremfall den Stecker ziehen. Oder ansonsten kauft man sich einen neuen Fernseher mit 4K-Auflösung zum 4K-fähigen Beamer und dann ist dieses Problem nicht mehr gegeben. Ich glaube, Grobi wäre dafür nicht die schlechteste Adresse. Danke sehr. Wunderbar. Okay, haben wir verstanden. Gut, was machen wir als nächstes? Den Modus. Was für ein Modus denn? Ach, hier. Guck mal, was da alles so geht. Ja, ja. Alles, was geht. Das ist schon für DTS:X freigehalten hier oder was? Könnte sein. Ja, ist noch Platz für einiges. Okay, alles klar. Zoneneinstellung. Wir könnten eine zweite Zone betreiben. Ja. Ja, unser Kameramann ist nicht durchsichtig. Du hältst immer dahin und der steht immer davor. Der Receiver steht da hinten. Das heißt, wenn ich jetzt nur 5 von den 7 Endstufen verwende für eine klassische 5.1, könnte ich jetzt aus den anderen beiden Endstufen nochmal ein Signal für eine Zone 2 rausholen. Genau, für einen zweiten Raum, fürs WC oder Küche, irgendwas. Keller, Garage und so weiter. Ja. Okay, gut. Und das Netzwerk ist auch noch vorhanden. Und Netzwerkeinstellungen, normalerweise, wenn ich DHCP eingestellt habe, findet das Gerät alles. Wir sehen jetzt, dass es offensichtlich nicht angeschlossen ist. Ja. Es gibt eine individuelle oder eine Adresse oder einen individuellen Namen. Und dieser Name wird auch dann in der Direct-Kalibrierung von der Software gefunden. Vielleicht noch ein Wort zu dieser Direct-Software. Die ist free of charge. Die kommt zusammen mit dem Receiver. Man muss aber immer die neueste Version bei Arcam auf der UK-Webseite herunterladen. Von der Software, von der Direct-Software. Direct-Software, richtig. Und meistens ist auch diese Direct-Software mit der allerletzten Firmware für das Gerät gepaart als eine einzige Datei. Und es macht Sinn, ab und zu mal zu gucken, weil es gibt immer wieder Updates von Direct mit neuen Features. Und das Entscheidende ist, beim ersten Setup müssen der PC, auf dem die Direct-Software oder der Mac, also das gibt es für beide Plattformen, müssen im gleichen Netzwerk betrieben werden. Und die Software muss den Arcam finden, weil sonst sagt die Software, nein, darf ich nicht. Ich darf nicht alleine laufen. Das hat den Hintergrund der Lizenzierung, weil diese Software gibt es als Mehrkanalversion auch zu kaufen. Da muss man externen DSP noch verwenden, der zusätzlich angeschafft werden muss. Und diese Software alleine, die für den Arcam verwendet wird, kostet 650 Euro. Wenn man die kauft. Aber die ist ja hier drinnen. Die ist drin, deswegen ist das ja geldwerter Vorteil. Und der ist nicht gerade gering, wie wir gerade hören. Ja. Weil, ich erinnere mich auch da, bevor jeder letztes Video, wobei das würde sich schon lohnen, den 850er vom Video nochmal zu gucken, was wir ja gedreht haben. Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, gingen ja die Daten der ganzen Einmessung auf den Server irgendwo in Skandinavien. Genau. Richtig. Die errechnen mir dann die optimale Filter und alles das und schicken die Daten dann ruckzuck wieder zurück und spielen das Ganze auf meinen Arcam dann wieder ein. Also da ist im Hintergrund noch ganz gut nicht am Arbeiten. Das ist alles inklusive. Das ist alles inklusive, genau. Und das sogar bei dem Kleinen hier. Sehr schön. Das war es erstmal, ne? Ja.
Guck mal, war doch eine coole Nummer. Ich hoffe, wir konnten etwas Licht ins Dunkel bringen, wobei so dunkel war es, glaube ich, nicht, ne? Weil wir haben ja schon einiges vorgeleistet an Informationen. Ich sag, was hast du? Wie versprochen schicke ich dir jetzt noch die Screenshots von der Direct-Software. Die konnten wir hier nämlich nicht zeigen. Ja, und genau. Das geht dann optimal, wenn du die in das Video direkt einpflegst und schon geschehen. Kannst es besser vermitteln. Schon geschehen. Und ansonsten, wir sind natürlich auch der entsprechend autorisierte Spezialist für Direct-Einmessungen, können das hier auch für einmal zeigen. Das werden wir nicht heute Abend jetzt hier alles an dem Gerät noch machen. Der 850er ist da drüben ja schon im Einsatz und werden dann auch darüber hinaus das gerne anbieten für zu Hause. Da uns einfach mal ansprechen, können wir das ein oder andere Angebot sicherlich machen. Ansonsten auch immer hier die Geräte schon mal vorbereiten mit der neuesten Software und vieles, vieles mehr. Also wir machen mehr als nur das Ding von links nach rechts bewegen, was den Versand angeht und ähnliche Geschichten. Ja? Und das mit deiner Unterstützung. Hat mich sehr gefreut mal wieder, mein Lieber. Vielen Dank. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wird es noch was, hoppla, dieses Jahr noch was. Ansonsten, wir sehen uns im Jahre 2017 spätestens wieder. Ist ja nicht mal allzu lang. Bis zum nächsten Mal wieder bei Grobi TV. Am besten unseren Kanal liken. Das wäre schön, weil dann werden in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Tschüss.